Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute ein besonderes Video. Es geht um den verlorenen Malle-Vlog. Ihr habt ja gesehen, ich habe mein Handy verloren, aber ich habe mit meinem Handy in dem Zustand, wie ich war, ihr habt es gesehen, überall. Es ging über die Stränge, sagen wir es mal so. In dem Zustand, wie ich war, habe ich aber versucht, trotzdem noch zu vloggen. Das verdient Respekt, okay? Ich habe Eidos hier an meiner Seite. Hallo. Der auch. Also, dass ich in dem Zustand noch arbeiten wollte, ist verrückt. Wir werden es auch ein bisschen so mit O-Ton-Videos machen, wie so bei Love Island oder Jungs-BG oder sowas, wo so Szenen kommen, wo ich so jetzt was erkläre und dann kommt die Szene, bla bla bla, ihr werdet schon sehen. So ein Style von Vlogs wollte ich nämlich auch mal ausprobieren, deswegen ist das jetzt eine gute Möglichkeit. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und viel Spaß mit dem Video. Ach, Junge, was willst du? Das Wort ist Sidney Friede, Nüsse und Riegel. Irgendwas, was satt macht in einer. Das ist eine Lüge, Digga. Ist mir scheißegal, was für Protein da drin ist. Das ist, by the way, meine View. Die habe ich euch am ersten Tag nicht gezeigt. Guckt euch mal an. Das ist meine View, aber ich kann den Balkon nicht usen, weil hier überall Leute sind, ne? Aber es ist schon, wenn man so denkt, ist schon echt schön. Jetzt sieht man richtig die Heimatsbälle. Ja. Alter, Bruder, es geht bis zur Mitte vom Kopf, zur Mitte, zum Titel, zu zack, zack, zack. So, schauen wir jetzt nochmal hier Wasser rein. Dann geht's los, Tag 2. Also im Hotel, hier sind so relativ viele alte Leute, ne? Ja. Was stellt sich für eine Frage? Jedes Jahr aufs Neue. Warum hier dieses Hotel, wo die größten Assis unterwegs sind? Ich schwöre, du läufst hier vorbei. Es sind auf jeden Fall 100% deutsch gefühlt und entweder zwischen 60 und 80 oder Bier. Einfach nur Assis. Ja. Entweder sind es so ein Bierkapitän, die erkennt man auch direkt, oder es sind 80-Jährige, die so Fahrrad und spazieren, sowas ja, hier machen. Ja, aber ich frage mich, ob wir auch hier sein wollen. Denn. Ja, aber warum? Mallorca ist so groß und so schön. Ja, ich schwöre. Warum fliegen die zum Ballermann? Ja, also wie so, hier hin, zum Playa. Guck mal. Guck mal hier. Guck mal die. Der Zug hat keine Bremse. Guck dir, was die gemacht haben. Von 10 Uhr bis 11 Uhr Freibier Bierkönig und dann von 11 bis 12 Uhr Megapark Freibier. Alter Schwede. Um 14 Uhr, das ist eine Leistung. Das war Ehrenmann, Digga. Man sieht sein. Da kommt behilft die voll. Ja. Big respect to my boy. Helping his brother out. So, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Tag 2 aus Mallorca. Bin vom Wach, was geht ab? Ja, gestern. Noch ein langer Tag gewesen. Ich habe mir gerade einen richtig schlechten Döner rein. Gestern wieder Last Man Standing, Bruder. Ja, wir waren wieder Last Man Standing. Ja. Mir geht's aber erschreckend gut, weil ich habe so ab 0 Uhr nicht mehr getrunken oder so. Ja, ich hoffe, euch hat der letzte Vlog gefallen. Guckt ihn auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht geguckt habt. Hier geht's los mit einem neuen Vlog. Mein letzter Tag auf Malle auch. Ich kann euch jetzt auch das Hotel zeigen und so. Lasst ihr gerne ein Like da lassen, aber dafür Spaß. Das Ding ist, Adam und Eldos haben zusammen ein Hotelzimmer, ne? Ja. Adam ist die Person mit dem lautesten Schnarch aller Zeiten. Und guck mal, wie Eldos nun schläft. Mit einfach Noise Cancelling Kopfhörer. Komm, wie gerade. Das ist auch Disrespect. Winde und Noise Cancelling. Aber alleine, dass er dazu in der Lage war, Noise Cancelling Kopfhörer anzuziehen. Oder eigentlich, dem, man schläft immer so. Ja. Kapitän Riede. Österreich, Kapitän? Ja. Was? Riede, wir müssen reden. Bro, das wird nicht anerkannt, Bro. Was? Wir haben die ab 22 Uhr nicht mehr gesehen. Warum die Jungs mich ab 22 Uhr nicht mehr gesehen haben? Ich war damit beschäftigt, irgendwelche weirden Sidequests zu machen. Also mit Sidney würde ich auch eine Runde tanzen. Also. Du kannst nicht sagen, du hast so 400 Rutschball. Wir müssen reden, wir brauchen Beweise von dir. Hier sitzt der Beweis. Bro, wir haben uns nur gesehen, aber er war nicht da. Das ist doch kein Sinn. Du warst ein Arsch. Du warst tot um 19 Uhr. Early? Ich musste dir eine einstündige Pause geben. Stimmt, ich hatte Timeout bekommen. Ich hatte Alkohol-Timeout bekommen. Einfach um mit das Malle-Mod, Bruder. Ja, es kam sogar dazu, dass das erste Alkohol-Timeout vergeben wurde in der Malle-Geschichte. History. Das gab's noch nie. Das erste Mal. Ich durfte nicht mehr trinken. Um 19 Uhr. Ja. Müsst ihr euch mal denken. Aber ich war gut gelaunt. Ich war mal gut dabei. War super. Ja, du warst. Also jetzt, super. Oder mit dieser Dings? Macht das Sinn? Drexler und Grendel? Ja. Bro, ich hab Tisch geholt. Was? Drexler so am Tisch geholt. Wir checken gar nicht, was er dir machen muss. Tisch geholt. Drexler. Drexler holt Tisch in Malle. Bruder, sie holen nicht diesen Turm so. Sie holen Tisch in Halo. Aber Halo war so, Bruder, es waren
Es war leer. 30 Leute da, ja, zusammen. Wir haben uns gerade getrennt. Ich hatte nicht mehr gesehen. Ich bin mit Ahmed in den Supermarkt gegangen. Was holen wir? Vier Smirnoff fürs Team, ne? Wir treffen die, sie in der Hand mit vier Smirnoff. Gleicher Gedanke einfach. Aber das ist, ja, wir haben wenig Chilis, ne? Das ist real Kapitän-Shit. Es kommt Stück für Stück immer mehr Erinnerungen von gestern hoch. Ich habe einen Döner gegessen, richtig schlechten. Ich war im Bierkönig. Ich habe eine Bratwurst gegessen mit Abonnenten, mit Philipp oder Yannick, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich habe 5 Stunden mit denen gechillt. Ich habe irgendwelchen Abonnenten ein Bier ausgegeben. Es geht lange. Scheiße. Hey, cool bleiben. 0-4. Cool bleiben. Gebt einen Daumen hoch. Entschuldigung, das Video ist jetzt vorbei, aber ihr gebt jetzt einen Daumen hoch und abonniert. Einen Daumen hoch, weil sie der Beste ist. Ja, du bist der Beste, ja! Verstörende Szene. Digga, es gibt Menschen, die verwechseln mich mit Kalle. Ich bin schwarz, wie geht's? Ahmed, Ahmed. Es gibt eine Sache, die hat die gemeinsam. Kalle und Eldos. Ja. Aber sonst, Bruder, du kannst ja nur, wenn jede fette Person Kalle ist, Bro. Manchmal ist sie ein bisschen dicker. Ja. Ey, gib ihm mal ein Rating für seine Haare. Schon jetzt richtig krass. Gerade ist ein Chef. Aber seitlich? Hab ich nicht gemacht. Also ich meine, mit gefärbter Haare ist cool. Ja? Ich würde nur wieder Taper machen, anstatt so Übergang. Warum machst du Taper so? Ich bringe Rohr ein Geschenk mit aus Mallorca. Schön. Ey! Guck mal Lomit an, Leute. Nee, oder? Jetzt schon? Wir warten, bis Sidney seine Dateien noch wieder mit der Denkung ist. Was ey, geh doch machen. Runter und trink oder so. Ja, ich bin nicht allein auf dem Sofa. Geil. Von turbulenten Händen auf dem Assist. Dreh dich um. Ey! Kylian Mbappé! Kylian Mbappé! Kylian Mbappé! La puissance! Gros, c'est la puissance! C'est la puissance! La puissance! Gestern schon die große Comeback, direkt wieder performt. Weiter im Bau. Binde wird nicht mehr angezweifelt, gefällt mir. So, und dann war es endlich soweit. Es war langsam Zeit für Matchday, okay? Ich habe mein Outfit gechanged, ich habe mir Kylian Mbappé-Trikot angezogen. Ja. Kiki du Bondi. Und ab da war ich ein neuer Mensch. Ich hatte 99 Tempo, 99 Schuss, 99 Pass, 99 Dribbling. Alles. Rocket alles. Style, Trickstar, alles. Playstyle, Bruder, alles. Ab da ging's los. Ab da war Riedel locked in. 19 Uhr. Alles voll, Bruder. Was das? Mama da, Mama da. 19 Uhr, alles voll, cool, Digga. Was das? Auf jeder Afterparty. MVP. Hauptsache, wir feiern. Ich liebe es. So, und ich war gerade richtig am Machen im Megapark und auf einmal habe ich jeden getroffen. Ich habe Trimax getroffen, Mark Eggers, Kuba, Chef Strobel, alle waren auf einmal da und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Und ab dem Moment, wo ich die Rolle-Perücke aufgesetzt habe, hatte ich auch noch so diese Icon-Karte. Danach ging gar nichts mehr. Danach war durch. Und es ist jetzt 20 Uhr. Max! Max! Krater von seinem Vater! Das gehört auch mir! Also sofort das! Kuba! Was passiert hier? Max! Hola, Leute, Trimax hier. Guck mal hier, Baby! Oh, yeah. Ja! Erste Ballermann-Experience von Noreax. Wie geht's dir? Optimale Stimmung, optimaler Pegel. Optimal. Der beste Ausbilder. Hey, Leck rum. Also, das ist Noreax. Geil. Hey, küsst euch. Das ist Noreax. Küsst euch. Noreax ist in meiner Ausbildung. Ich liebe Noreax. What the hell? Adios. Was geht, Adi? Was war das gerade? Nicky flammt mich. Warum? Hey. Du bist so ein Wichser. Warum? Ja, guck mal, wie du aussiehst. Ja, komm mich mal an. Lauf auf Schocks und chill meine Fitness. Rosenthaler, ich verteile die Päckchen. Hey Leute, ist aber ganz ehrlich. Wie sieht Sid gerade aus? Wie ein Wichser oder wie ein Wichser? Auf Rollet. Mission Prime, wir haben Bagel. Zu einem Zeitpunkt war es so, Riede hatte auf einmal 2 Binden an und auf einmal, 10 Minuten später, er hat 6 Binden an. Wisst ihr aber wieso? Weil wir ihm alle Kapitäne haben ihm ihre Binde gegeben. Er hatte von uns alle Binden und Bruder, auf einmal, er hatte 6 Binden an. Und ab da war Riede nicht mehr, er war unaufhaltbar. Mutzi ist auch hier. Mutzi war 6 Tage auf Wanne. Nein, 9. Du bist trotzdem kein Kapitän. Aber ich bin auch kein Kapitän, ich sag doch nichts. Du bist kein Kapitän. Hey, Mann! Ich bin ein Partizan!
Hey Mann, die Leute nennen mich jetzt Maxwell, Mann, geil. Ey, das ist so geil, wenn du mich Maxwell nennst. Ja, Mann, cool, hey, ich bin Maxwell. Was geht, meine Freunde? Es ist mittlerweile 18 Uhr gleich und ich bin immer noch total high von den Hashbrownies. So, dann war es soweit. Ich bin in Solo-Queue gegangen. Ich bin einfach aus dem Megapark rausgelaufen und bin einfach in die freie Welt gegangen. Mit Abonnenten. Ich bin einfach ins Halo gegangen, alleine. Ich bin einfach ins Halo gegangen, mit Abonnenten gechillt, hab mein Ding gemacht. War Solo-Queue einfach. Solo-Queue, random, einfach mein Leben gelebt. Meine Freunde waren alleine im Megapark. Wir haben nicht gewonnen. Wir betreiben das für den Stadt. Ich bin im Rose, ich kann nicht gestorben. Ich bin immer noch Stadt. Wir haben noch nicht gewonnen. Wir befinden uns für den Stadt. 0:40 Ich will mir eine Beratung bestellen. Knapp lange. Ja. Moin. Hier, mein Chess-Handy. Wie ihr Handy workout. Wir benutzen einen Bratwurst, eine Bratwurst. Und dann ist gut. Dann gehen wir in den Megapark, okay? Ja. Wir waren im Megapark. Sind nach Hause gegangen. Aber jetzt sind wir pennt. Meine Hand. Ja. So, ich habe hier eine 7 Meter Bratwurst. Es ist 55. Ich weiß auch nicht, wie ich es noch überlebe. Aber. Die Jungs, lassen wir Gletscher. Jetzt, Sport, ich hab keine Ahnung. Ja. Die ist 8 Meter lang. Also es ist 2:10 Uhr oder so. Und dann, Eldos, und wo bist du? Eldos, du Opfer, wo bist du? Eldos! Wo warst du? Eldos. Ich war da. Ich war alleine, 3 Stunden, und irgendwann habe ich mich alleine gefühlt. Ja. Sorry. Okay, und nach langer Suche nach Riedeleute, nach Hulit, haben wir ihn endlich gefunden. Und er war nicht wiederzuerkennen, muss ich sagen. Nein, er war nicht wiederzuerkennen. Das war nicht Riede. Das war ein anderer Mensch. Und? Er ist immer weggerannt. Immer, 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 wenn man ihn stoppen wollte, er läuft einfach weiter. Er hört nicht auf. Ja. 99 er freut sich kurz, dass du da bist, Bruder, und dann, er läuft weg von dir, aber mit Hose runter. Ja. Mit Hose runter. Nicht die Hose an. Gehst du mal ein bisschen? Digga, muss ich rein. Bitte. Hallo? Nein, warte. Bro, you got some shit in your hair, dog. Hey, that's a monkey. Mein Knie ist kaputt. Aua. Aua. Mann wegen Malle, keine Ahnung. Ist das wirklich spürt? Ja. Dein Knie ist lustig. So ein Kampf unten. Was hast du gemacht? Erinnerst du dich nicht? Ich glaube, er hat gesoffen und dann ist er hingefallen. Ja, komm, bitte. Jetzt zieh deine Hose. Okay. Bro, das ist nicht, diese eine Type-Shit, Bro. Oh. Ja, gleich. Oh. Ist geil? Ja. Okay, geil. Ja. Okay, Bro. Das It's a new Type-Shit. Was ist denn mit Carsten los? Nein, schon wieder. Kylian Mbappé! No way! Was machst du hier? Trimax, Bruder, was geht ab? Was machst du hier, Alter? Was machst du hier? Das ist Trimax! 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 Ey, warum sieht der Einzelne aus wie Hulit? Er ist Hulit, 86, aber Baby-Version. Das ist gar nicht Trimax. Das ist nicht Trimax. Das ist Trimax. Ja, fix schon. Keine Action, Bro. Hilfe! Nur rette mich! Ich rette nicht. Guckt euch mal bitte diesen leeren Blick an. Alter Schwede. Kennt euer Limit bei Alkohol trinken. Nehmt euch kein Beispiel daran. Rette mich. Ich wurde gerade gefickt. Von Hunde, Baby. Er hat keine Hose an. Kannst du mir erklären, worum es ihm so anders geht? Ich verstehe es auch nicht.
Ich will mir grad. Wir brauchen nur. That's a new type shit. Ein Abschlusstab, nee. So. Einfach für den Cutter Screenshot und Thumbnail. Sydney kommt nicht in die Rutschbahn rein. Und dann, also ich wusste es auch nicht, was ich hier sehe. Ich sehe alles erst in den Videos. Es war so hart. Es gibt ja viele Clubs, wo man nicht reinkommen kann. 808, Bricks, Vanity, Flamingo, Hookup, was weiß ich, Gibson. Aber in die Rutschbahn nicht reinzukommen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es geht eigentlich nicht. Es gibt keine Regeln, es gibt keinen Türsteher, nichts. Aber ich hab's geschafft. Ich hab ein dickes, fettes Problem. Ich weiß nicht, wo mein Handy ist. Mein Knie tut weh. Mein Ellbogen tut weh. Adam, erzähl mir ein bisschen was von gestern. Sydney hat abgesperrt, aber du hattest Jackson Performance. Die eine von, ja, von Jackson. Die Performance hattest du. Ich würde auf, warte, ganz kurz, ich will es auch mal festhalten. Wir waren 2 Tage hier, ich höre auf alles, ich habe 2 Tage ab 22 Sydney nicht mehr gesehen. Also ich weiß nicht, was du gemacht hast, mit wem du warst, nicht mit uns. Ich weiß es nicht. Mir geht's aber erschreckend gut am nächsten Tag. Ich weiß auch nicht, ob ich mein Handy noch finde. Vielleicht gibt es einen Vlog, vielleicht nicht. Wenn nicht, tut es mir leid. Wenn ja, lass alle ein W da. Lass alle ein Like da. Aua, mein Knie, Digga. Don't do alcohol. Ja, aua. Autsch. So, das war's auch schon von der Malerreise. Ich wollte euch den Vlog nicht vorenthalten, bevor ihr es komplett verjährt oder sonst was. Ich hatte nämlich genug Content so für den Vlog. Leider, meine ganzen Vlog-Dateien vom Tag, sonst was, sind auf meinem anderen Handy und das Handy ist halt verloren gegangen. Deswegen habe ich nur die Dateien gehabt. Aber ich denke mal, es ist trotzdem unterhaltend und es war jetzt so mäßig wie eine Doku. Ich denke mal auch mal wieder was Neues. Ich hoffe, euch hat es unterhalten. Ich kann mir nicht erklären, wieso ich... Ich glaube, weil ich von überall getrunken habe, Bruder. Ich war Solo-Queue und dann haben die mir das angeboten. Die haben mir das angeboten. Auch so verschiedene Alkoholsorten. Bruder, was weiß ich, was da alles so drin war. So. Wenn mir irgendein Abonnent ein Glas hinhält, Bruder, ich habe getrunken. Bruder, mein Arsch hat dich nicht gesehen ab 22 Uhr. Ja, also passt auf, was ihr macht. Oh. Kennt eure Limit, wenn ihr darüber geht, dass ihr nicht so endet wie ich. Weil das ist, wenn ihr nicht so viele Leute habt, die auf euch aufpassen, das ist nicht so cool, kann ganz scheiße passieren. Ich werde so ein paar Szenen, die es nicht hier reingeschafft haben, die zu gutlos waren, werde ich bei Snapchat die Tage hochladen. Deswegen folgt mir gerne auf Snapchat, Sydney.ewk heißt ich bei Snapchat. Müsst ihr einfach nur screenshotten, dann könnt ihr adden. Würde mich sehr freuen. Ich nehme auch ein paar von euch an. Musst ihr mir auch? Ja. Snapchat, aber nur bei Mädels, bei den beiden. Bei mir, ihr könnt mir, auch Jungs, ihr könnt mir, edit mich und schreibt mir Nachrichten. Ich lese das. Tamam? Ja, da kommen auf jeden Fall noch ein paar Videos, die es nicht hier rein geschafft haben, weil die sind zu gottlos. Ich muss auch auf meine Partner und sowas achten, ne? Lasst ihr gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mal gerne Feedback da und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst? Nicht. Mann. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du nicht lernst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Karten auf und was willst du drehen? Mit dem Wingman kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Yeah.